Na gut, dann würde ich sagen, fangen wir einfach an. Noch einmal darf ich Sie begrüßen zu unserer Pressekonferenz anlässlich der Vorstellung unserer Haushaltsanträge mit Jan Schalauske, unserem haushaltspolitischen Sprecher, der neben mir sitzt, und Janine Wissler, unserer Fraktionsvorsitzenden, die uns aus Berlin zugeschaltet ist. Das werden wir garantiert in Zukunft noch häufiger haben, diese Situation. Aber da können wir uns ja dank der guten Technik langsam dran gewöhnen. Ja, und beginnen wird Herr Schalauske. Ja, meine Damen und Herren, hallo zusammen, auch von meiner Seite. Ausnahmsweise mache ich heute mal den Einstieg hier, räumlich heute näher dran. Vielleicht können wir zu Beginn noch mal festhalten, dass infolge der Corona-Pandemie und den daraus entstandenen immensen sozialen und ökonomischen Problemen und Herausforderungen wir gesehen haben, dass CDU und Grüne, also die Landesregierung, quasi über Nacht ihre fiskalpolitischen Überzeugungen über Bord geworfen haben. Die Pandemie und die mit ihr zusammenhängende Krise hat eindeutig gezeigt, dass die Rezepte von schwarzer Null und Schuldenbremse überhaupt nicht aufrecht zu erhalten waren und quasi über Nacht auch krachend gescheitert sind. Ich denke, das deutlichste Zeugnis dafür ist die Tatsache, dass diejenigen Parteien, die uns jahrelang gebetsmühlenartig erklärt haben, man könne nicht mehr Geld ausgeben, man müsse irgendwie sparen und man müsse Schulden abbauen, in der Krise bereit waren, ein sogenanntes Sondervermögen in Höhe von 12 Milliarden aufzunehmen. 12 Milliarden, also eine Kreditermächtigung in Höhe von 12 Milliarden aufzunehmen. Um einerseits die schlimmsten Härten abzufedern und andererseits aber auch ihre eigene Regierungspolitik über die Legislatur zu retten, dass das ein Ausdruck davon ist, dass ihre bisherige Politik gescheitert ist. Wir haben gesagt, und für uns ist es jetzt nicht entscheidend, was CDU und Grüne vorher gesagt haben, sondern für uns ist entscheidend, dass die Richtung stimmt. Und wir halten es für richtig, dass in der Krise auch Kredite aufgenommen werden, dass auch große, gewaltige Kreditsummen aufgenommen werden. Und Sie wissen, dass wir an das Sondervermögen ja schon Änderungsanträge entsprechend gestellt hatten. Wir wollten das Sondervermögen noch größer ausstatten, in Höhe von 20 Milliarden, um dann einen sozialen und ökologischen Neustart aus der Krise heraus zu bewerkstelligen. So wird es Sie sicherlich nicht verwundern, dass wir jetzt in den Diskussionen um den Haushalt 2021 auch der Meinung sind, dass man Mittel aus dem Sondervermögen verwenden muss und verwenden soll, um eben jetzt einen sozialen und ökologischen Neustart zu bewerkstelligen. Das bedeutet, dass im Unterschied zu den Haushaltsänderungsanträgen der letzten Jahre wir eben auch rund 1,5 Milliarden aus dem Sondervermögen veranschlagen, um erstens weitere Lücken zu schließen, die es bei den Hilfsprogrammen noch immer gibt. Sie wissen aus den öffentlichen Diskussionen, dass nach wie vor bestimmte Gruppen aus dem Raster der Hilfen fallen. Wir wollen des Weiteren eine Landesholding schaffen. Das unterscheidet sich von der Regierungspolitik insofern, dass wir sagen, es reicht nicht allein, dass der Staat irgendwie karitative Funktionen für Unternehmen unternimmt, das heißt, sie einfach nur finanziell absichert, sondern wir wollen finanzielle Absicherung auch mit Beschäftigungssicherung, mit mehr Mitbestimmung und auch letztlich mit einem Umbau der Industrie verstanden wissen. Und deswegen wollen wir aus den Mitteln des Sondervermögens eine entsprechende Landesholding mit genau solchen Aufgabestellungen schaffen. Wir wollen darüber hinaus weitere Schutzausrüstung besorgen für die sozialen Einrichtungen, dass alle diejenigen, die nah dran sind am Menschen, auch eben entsprechend sich selbst und damit auch andere vor der Pandemie schützen können. Und wir wollen darüber hinaus auch die Situation in Schulen verbessern, Sonderhilfen für Kunst- und Kulturschaffende organisieren und auch einen Mietschuldenfonds für die Mieterinnen und Mieter, die jetzt in der Pandemie ihre Miete bald nicht mehr zahlen können, um die zu entlasten. All das machen wir mit Mitteln aus dem Sondervermögen. Darüber hinaus sind wir nach wie vor der Auffassung, dass es ein gerechteres Steuersystem braucht. Wir wollen die Wiedereinführung der Vermögensteuer und auch eine gerechte Erbschaftssteuerreform. Das wären dann Mehreinnahmen in Höhe von rund 2,2 Milliarden.
Dazu wird Janine Wissler gleich noch etwas sagen. Das sind ja alles Mittel, die dem Landeshaushalt zugute kämen und über die dann auch wichtige Aufgaben finanziert werden können. Insgesamt belaufen sich dann unsere Mehrausgaben auf die Summe von rund 3,8, fast 4 Milliarden. Da könnten Sie sagen, oi, da ist die Linke, aber die legt ja mal wieder dick drauf. Aber ich würde sagen, im Gegenteil, mit Blick auf das Sondervermögen der Landesregierung in Höhe von 12 Milliarden, da muten ja unsere Vorschläge fast bescheiden an. Mit den Mitteln wollen wir, wie in den vergangenen Jahren auch, nur diesmal eben etwas kräftiger, den öffentlichen Nahverkehr ausbauen, bezahlbare Wohnungen schaffen, Investitionen in Schulen, Krankenhäuser und Kommunen voranbringen. Dazu wird meine Kollegin, die Janine Wissler, gleich noch einiges sagen. Ich will vielleicht nur zum Punkt bezahlbarer Wohnraum zwei konkrete Vorschläge hier noch benennen. Wir wollen zum einen einen neuen Förderweg schaffen für die Förderung von bezahlbarem Wohnraum. Sie wissen, dass die Angebotsmieten in den letzten 10 Jahren in Hessen um 50% gestiegen sind, 15 Euro kalt im Durchschnitt in Frankfurt, aber auch in vielen kleineren Städten. Sie kennen die Zahl der Sozialwohnungen, die sich auf unter 80.000 mittlerweile beläuft. Und wir bleiben bei unserer Forderung 10.000 Sozialwohnungen im Jahr. Und um die eben zu errichten, wollen wir einen vierten Förderweg schaffen, der sagt, dass es einen 70-prozentigen Finanzierungszuschuss geben soll für Sozialwohnungen. Und es ist ein Förderprogramm, das sich ausschließlich an öffentliche Wohnungsbaugesellschaften, kommunale Wohnungsbaugesellschaften und Genossenschaften richtet, weil wir darüber sicherstellen wollen, dass die Wohnungen auch dauerhaft, mindestens 40 Jahre, aber am besten dauerhaft Mietpreis gebunden bleiben. Darüber hinaus wollen wir mit einem sozialen Energiebonus die Modernisierung von Mietwohnungsbeständen in Angriff nehmen. Aber im Unterschied zu dem, was die Nassauische Heimstätte wohl an der einen oder anderen Stelle macht oder machen wird, wollen wir es auf jeden Fall, dass das warmmietneutral erfolgt. Das heißt, dass die notwendige energetische Sanierung im Gebäudebestand nicht zulasten der Mieterinnen und Mieter geht. Das sind dafür veranschlagen wir, ich glaube, 20 Millionen im Jahr. Das vielleicht noch als sozusagen konkrete Forderungen aus dem Bereich Wohnen. Und jetzt würde ich meiner Kollegin, der Janine Wissler, das Wort geben oder überleiten. Ja, dann Entschuldigung, dass ich nicht persönlich jetzt da sein kann. Es liegt einfach daran, dass heute Abend der Jahresauftakt der Bundestagsfraktion, dass ich dazu eingeladen bin und ich deshalb jetzt schon in Berlin bin. Ja, ja, die meisten Sachen schon angesprochen. Für uns ist klar, die Corona-Krise hat viele Missstände nochmal überdeutlich gezeigt, die wir auch vorher schon hatten. Ich finde wichtig zu sagen, dass es uns gerade bei unseren Haushaltsanträgen nicht darum geht, einfach zurück zu einem Normalzustand zu kommen, wie vor Corona, weil wir wissen, dass der Normalzustand eben geprägt war von Pflegenotstand in den Krankenhäusern und insbesondere auf den Intensivstationen, von maroden Schulen und einer unterfinanzierten Infrastruktur. Deswegen setzen wir ja da auch den Schwerpunkt bei unseren Haushaltsanträgen, zu sagen, wir brauchen gute öffentliche Rahmenbedingungen und eine Bekämpfung von Armut. Und einen Schwerpunkt eben darauf auch zu legen, dass es Hilfen gibt für die Menschen, die ganz besonders betroffen sind in dieser Corona-Krise, weil sie ihren Beruf nicht ausführen können, wie eben die Kulturschaffenden und die Gastronomie oder eben andere, die besonders betroffen sind, weil sie schon vorher in Armut gelebt haben. Ich will ein paar Punkte noch konkret benennen. Gerade bei der Frage Gesundheitssystem haben wir einige Anträge eingebracht. Da geht es um die Frage der Krankenhausinvestitionen, also die Frage der Krankenhausfinanzierung ist ja nicht Sache der Länder. Aber wir haben beantragt, die Krankenhausinvestitionen zu erhöhen, auch die Gesundheitsversorgung im ländlichen Raum sicherzustellen, weil wir das ja immer wieder merken, wie lang die Wege sind im ländlichen Raum, im Übrigen jetzt auch zu den Impfzentren an vielen Stellen. Wir wollen den öffentlichen Gesundheitsdienst stärken, weil auch das haben wir ja gemerkt, dass die Gesundheitsämter entscheidend dafür sind, ob wir die Infektionen nachvollziehen können, ob wir sie nachverfolgen können, zumindest wenn sie noch auf einem niedrigen Stand sind. Und hier haben wir eine angespannte Personalsituation und hier muss nicht nur für die Krise, sondern auch dauerhaft was getan werden. Wir beantragen eine Rückkehrprämie für Pflegekräfte, die aus dem Beruf ausgeschieden sind. Wir haben ja in den letzten Jahren sehr viel erlebt, dass ausgebildete Pflegekräfte
aufgrund von Überlastung, aufgrund auch von schlechter Gehaltsaussichten und schlechter Rentenaussichten den Beruf verlassen haben, dem Beruf den Rücken gekehrt haben. Wir haben jetzt gesehen, dass durch verstärkte Kampagnen, aber eben auch durch attraktive Angebote Pflegekräfte zurückgewonnen werden konnten. Also die Charité in Berlin hat es geschafft, alleine, ich glaube, über 170 Pflegekräfte zurückzugewinnen. Das brauchen wir und halten wir für absolut notwendig. Klar, es geht darum, dauerhaft gute Bedingungen zu schaffen, aber jetzt eben auch erstmal die Anreize. Die Frage ÖPNV-Finanzierung ist bei uns ein wichtiges Schwerpunktthema, und zwar sowohl die Förderung des ÖPNV-Angebots als eben auch die Frage, wie kommen wir zu günstigeren Fahrpreisen perspektivisch zum Nulltarif. Wir haben ja die Situation, dass in den Städten die Bahn, Busse und Bahnen aus allen Nähten platzen, während weite Teile des ländlichen Raums teilweise völlig abgehängt sind vom ÖPNV. Deswegen haben wir hier einige Anträge eingebracht, auch nochmal explizit im Bereich Nordhessen, wo wir der Meinung sind, da könnte man einiges Geld sparen für einen ungenutzten Flughafen und stattdessen in den Bereich des ÖPNV bringen. Ich finde den ÖPNV deshalb für Hessen auch gerade so wichtig, weil der Anteil des Verkehrs an den CO2-Emissionen und auch am Energieverbrauch in Hessen besonders hoch ist und weil wir natürlich eine Garantie, eine Mobilitätsgarantie für die Menschen wollen. Und deswegen dürfen wir auch nicht diskutieren, Ausbau oder bezahlbare Preise. Wir haben mit dem RMV einen unglaublich teuren Verkehrsverbund, sondern wir müssen beides diskutieren, das Ausbau, das Angebot zu erhöhen, aber eben auch gleichzeitig die Fahrpreise zu senken. Und da brauchen wir ein verlässliches ÖPNV-Angebot und Bürgerbusse und Mitnahmebänke sind das nicht, daran sich im ländlichen Raum keiner drauf verlassen. Das sind die Punkte, die ich noch ansprechen sollte. Ich möchte einen Antrag noch erwähnen, den wir heute erst eingereicht haben und der mir auch besonders oder uns allen auch ganz besonders am Herzen liegt. Das ist ein Antrag für einen Opferfonds. Sie wissen, dass die Initiative 19. Februar und die Opferfamilien des Anschlags von Hanau, der sich am 19. Februar zum ersten Mal jährt, einen solchen Fonds fordern, weil sie sagen, es ist notwendig, dass es einen Fonds gibt, der zum einen so angelegt ist, dass er Entschädigung und Hilfe für die Familien beinhaltet, die die Familienangehörige verloren haben, natürlich auch für die Überlebenden der Anschläge, und dass das natürlich auch ein wichtiges politisches Signal wäre gegen als Verurteilung von rechten Terrorismus und eben sich an die Seite dieser Opfer zu stellen. Deswegen haben wir einen Opferfonds heute den Antrag eingebracht. Leider haben wir ihn jetzt alleine eingebracht in Höhe von 3 Millionen Euro. Das ist auch das, was die Opferfamilien und die Initiative gefordert haben. Es ist ein Opferfonds, der explizit die Opfer von Hanau, aber auch andere Opfer von rechter Gewalt in Hessen offen stehen soll. Das heißt also ein spezieller Entschädigungsfonds für die Opfer von rechter Gewalt und rechtem Terror, weil wir hatten ja in den letzten Jahren mit dem Mord an Halid Yozgat, der Mord an Walter Lübcke und die 9 Toten von Hanau und viele Verletzte, also sehr ernsthaft Verletzte durch rechte Gewalt, wenn wir das zugänglich machen, und zwar ohne eine Form von Bedürftigkeits- oder Vermögensprüfung. Da haben wir uns ziemlich stark an dem orientiert, was Thüringen auch gemacht hat für die NSU-Opfer. Den haben wir heute erst eingebracht und der ist uns auch ganz, sehr, ganz besonders wichtig. Ein letztes vielleicht, um es nicht zu lang zu machen, ich finde das, und ich fand das ja sehr interessant, die Einlassung von Kanzler Amtsminister Braun, der ja auch ein Hesse ist, zum Thema Schuldenbremse und längerfristige Aussetzung der Schuldenbremse. Sie wissen, es gibt ja gerade auch ein laufendes Gesetzgebungsverfahren, wo die Linke genau das auch fordert, die Schuldenbremse auszusetzen. Aber natürlich müssen wir über die Frage auch Verteilung von Reichtum reden, weil es ist nicht so, dass in der Corona-Pandemie alle ärmer geworden sind. Nein, es gibt ja allein im letzten Jahr 58.000 neue Millionäre in Deutschland. Und es gibt Menschen, die auch in und während dieser Krise gut verdienen. Deswegen ist ja auch die Forderung nach einer Vermögensabgabe gut, die wäre jetzt eher für den Bundeshaushalt.
uns so eine wichtige Sache, aber natürlich auch nach der Vermögens- und Erbschaftssteuer, also einer Reform der Erbschaftssteuer und die Wiedererhebung der Vermögenssteuer, weil wir darüber einfach andere finanzielle Spielräume nochmal erschließen würden, weil das Sondervermögen, das haben wir jetzt auch beantragt, daraus einiges zu entnehmen, aber sinnvoller als ein Sondervermögen wäre natürlich die Aussetzung der Schuldenbremse oder die Abschaffung der Schuldenbremse. Gerechte Steuerpolitik, die eben auch dazu führt, dass der Staat seine laufenden Ausgaben und seine Investitionen finanziert. Ja, vielen Dank, Janine Wissler. Jetzt haben Sie natürlich wie gewohnt die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Am besten zeigen Sie mir Ihre Wortmeldungen an, indem Sie das Meldesymbol klicken bei Zoom oder auch einfach irgendwas in den Chat schreiben. Dann sehen wir das. Die Kolleginnen und Kollegen, die über Telefon zugeschaltet sind, haben die Möglichkeit, sich über Sternchen 9 zu Wort zu melden. Dann sehen wir das ja auch angezeigt. Ah ja, Herr von Bemburg, Sie haben sich von Hand gemeldet, dann würde ich Sie mal dran nehmen. Das klappt ja hervorragend, super. Schöne Grüße nach Berlin. Wo sitzen Sie denn da eigentlich? Ist das Parteihaus? Nein. Ich bin jetzt in Friedrichshain. Aber ja, also viele okay. Grüße nach Friedrichshain, nach Heddernheim, nehme ich mal. Genau. Sie haben jetzt viele Punkte vorgetragen. Ich habe es nicht alles mitgekriegt, welche Summen mit welchen Vorhaben verbunden sind. Schicken Sie uns das nochmal zu, damit man die 20 Milliarden nachvollziehen kann. Das ist die Frage 1 und Frage 2. Das war jetzt alles Pläne, die aus dem Sondervermögen bezahlt werden sollen. Oder gibt es auch welche, die im normalen Haushalt dann laufen? Ja, Herr von Bemburg. Sehr genau, eine sehr gute Nachfrage nochmal. Das Blöde ist, wenn man jetzt keine normale Pressekonferenz macht, sonst hätten wir hier gleich schon alles ausgeteilt. Wir würden Ihnen im Nachgang der Pressekonferenz sowohl eine Pressemitteilung zukommen lassen, wo nochmal ein paar Schwerpunkte besonders hervorgehoben sind, genauso wie eine Tabelle, aus der wirklich alle 136 Änderungsanträge hervorgehen. Und sollte es dann zu einzelnen Anträgen auch nochmal Nachfragen geben, stehen wir da auf jeden Fall auch zur Verfügung. Zu der Frage der Finanzierung, also wir wollen mit 1,5 Milliarden für diesen Landeshaushalt aus dem Sondervermögen. Also 1,5 Milliarden sollen für den Haushalt 21 aus dem Sondervermögen entnommen werden, um, sage ich mal, überwiegend die sozialen Folgen der Corona-Pandemie noch stärker zu bewältigen und abzumildern. Unter diesen 1,5 Milliarden befinden sich beispielsweise die von mir erwähnte Landesholding in Höhe von 250 Millionen, also einer Beteiligung des Staates an Unternehmen zur Beschäftigungssicherung, zum Umbau der Wirtschaft und für mehr Demokratisierung. Es befinden sich darunter 250 Millionen zur Schließung von Lücken bei den Hilfsprogrammen, also bei den für diejenigen Menschen, die aufgrund der Pandemie noch immer keine entsprechende öffentliche Förderung erhalten, und ein Posten, um mal jetzt drei beispielhaft zu nennen, von 200 Millionen für die Schutzausrichtung für soziale Einrichtungen, weil wir eben auch hier aus dem Pflegebereich von Erzieherinnen und Erziehern aus anderen Bereichen eben noch immer die Rückmeldung bekommen, dass das Schutzmaterial, um sich und andere bei so wichtigen Berufen am Menschen, um sich und andere zu schützen, nicht ausreicht. Das sind so ein paar Punkte. Das summiert sich auf knapp 1,5 Milliarden. Dazu wollen wir eben wie in der Vergangenheit auch, wie Sie das von uns gewohnt sind, deutlich machen, was mit rund 2,2 Milliarden aus der Wiedereinführung der Vermögensteuer und einer veränderten und gerechteren Erbschaftssteuer an laufenden Ausgaben aus dem Haushalt möglich ist, ebenso wie dann auch perspektivisch auch in Investitionen, die wir aus diesen Mehreinnahmen finanzieren wollen. Also das vielleicht nochmal zu den Zahlen, sodass wir dann insgesamt auf Mehrausgaben
von, ich hatte es ja gesagt, von rund 4 Milliarden in diesem Jahr kommen. Wie gesagt, und 1,5 Milliarden davon aus dem Sondervermögen. Ich hatte eingangs noch vergessen, das will ich nur ganz kurz erwähnen, dass wir auch wie immer ein paar Einsparungen vorschlagen. Da können Sie sich, glaube ich, vorstellen, in welche Richtung das geht. Wir schlagen vor, rund 14 Millionen beim Inlandsgeheimdienst einzusparen. Janine hatte erwähnt, wir wollen rund 8 Millionen bei Kassel-Calden einsparen, einen Flughafen, den niemand braucht, der auch in der Pandemie und der Krise da, der Luftfahrt natürlich noch überflüssiger geworden ist. Und wir wollen auf Abschiebungen und insbesondere auch auf den Abschiebeknast verzichten. Auch da kommen dann nochmal zweistellige Millionenbeträge zusammen. Dazu kommt noch der Verzicht auf Public-Private Partnership. Wir haben das Debakel mit den Leo 0 bis 2 Programmen aus der Ära Koch, wo das Land immer wieder drauf zahlt. Und deswegen wollen wir auf PPP verzichten. Vielen Dank. Weitere Fragen von Ihrer Seite? Ja, von mir eine Frage direkt dazu zum Thema Vermögenssteuer und Erbschaftssteuer. Ist das denn auch im Land zu regeln? Also natürlich ist es wie folgt, das Land Hessen allein kann eine Vermögenssteuer nicht einführen. Das fällt in die Gesetzgebung des Bundes. Gleichwohl ist die Vermögenssteuer eine Ländersteuer. Das heißt, ihr Aufkommen fällt den Bundesländern zu. Deswegen versuchen wir ja seit Jahren, ich meine seit dem Einzug der Linken in den Hessischen Landtag 2008, darauf hinzuweisen, dass es dringend notwendig ist, um die Länder in die Lage zu versetzen, ihre Aufgaben besser und mehr im Sinne der Menschen zu unternehmen, dass wir deswegen diese Vermögenssteuer brauchen. Wir haben wiederholt von der Landesregierung gefordert, dass sie eine entsprechende Bundesratsinitiative ergreifen soll, damit über den Bundesrat auch Druck gemacht wird auf den Bund. Und zumindest wir als Linke werden die kommenden Monate, wir bewegen uns ja auch in Richtung einer Bundestagswahl, dafür nutzen, einen Wahlkampf zu machen, der auch darum gehen wird, dass wir wieder ein gerechteres Steuersystem haben und dass die jetzt in der Krise Millionen und Milliarden gewinnen, angemessener an der Finanzierung des Gemeinwesens beteiligt werden. Ja, wir können in Hessen alleine die Vermögenssteuer nicht einführen. Wir können uns aber dafür stark machen, weil das gut ist für die Kassen von Hessen. Weitere Fragen? Und Erbschaftssteuer, dafür gilt dasselbe, oder? Da gilt grundsätzlich dasselbe. Aber ich meine, was wir ja auch sagen, ist seit Jahren, dass wenn die Länder gemeinsam fordern würden, für eine Finanzausstattung brauchen wir eine Wiedereinführung der Vermögenssteuer und wir brauchen eine Reform der Erbschaftssteuer, dass es dann natürlich auch möglich wäre, Druck auf den Bund zu machen. Und was wir mit unseren Haushaltsanträgen machen, ist ja zweierlei. Also natürlich machen wir eine ganze Menge Anträge, wo wir sagen, da könnte man sofort umsichtigen im Haushalt, da kann man was wegnehmen und dafür was Sinnvolleres finanzieren, aber natürlich wollen wir auch deutlich machen, was wäre eigentlich nötig. Ne? Also was wäre nötig, damit wir wirklich ein richtig gutes Schulsystem haben, dass Schulen saniert werden können, dass endlich mehr Lehrer eingestellt werden. Also was natürlich alles nicht von heute auf morgen geht, aber wie könnte das aussehen? Und da wäre natürlich für die Finanzierung der Länder die Vermögens- und die Erbschaftssteuer ganz entscheidend. Und da haben wir auch mehrfach die Landesregierung aufgefordert, da auch Initiativen zu machen, auch im Bundesrat initiativ zu werden, damit es ja endlich wieder zu einer Besteuerung von Vermögen kommt. Und da wäre es notwendig, weil die Länder eben, es eine Ländersteuer ist, dass die Länder da eben auch Initiative ergreifen. Dankeschön. Ich meine nur, also die Vermögenssteuer ist ja auch nur in Anführungszeichen nur ausgesetzt durch den Verfassungsgerichtsurteil. Also das heißt, man könnte sie ja wieder erheben. Das ist ja nur die Erhebungsgrundlage. Ja. Deswegen wollen wir daran natürlich anknüpfen. Okay, vielen Dank, Janine. Ich wollte ganz zum Thema Opferfonds nochmal nachfragen. Das, was Sie jetzt machen, ist ja was die SPD eigentlich auch gefordert hatte zu tun. Ist aber offenbar keine Einigung dann zustande gekommen oder ist das gar nicht versucht worden? Naja, Sie wissen ja, also da erzähle ich ja kein Geheimnis, weil es ja die Presseerklärung gab, dass CDU und Grüne mit SPD und FDP über die Frage
Opferfonds für Handel haben, dass es da auch eine gemeinsame Presseerklärung gab, die jetzt gesagt hat, also wir bringen da was zusammen ein. Ja, vor dem Hintergrund haben wir haben einen Antrag geschrieben, wir haben die SPD gefragt, aber wir bringen ihn jetzt alleine ein. Das ist halt so. Also ich hätte es natürlich gut gefunden, wenn es einfach am allerliebsten eine überparteiliche Einigung gegeben hätte. Das hätte ich am sinnvollsten gefunden, also natürlich ohne die AfD. Das ist aus bekannten Gründen nicht möglich. Jetzt gibt es diese Einigung zwischen den vier Fraktionen. Wir sehen die sehr kritisch. Also in der Form hätten wir die auch nicht mit eingebracht, weil das jetzt ein allgemeiner Opferfonds ist für die Opfer von Straftaten. Und wir schon der Meinung sind, dass wir, also das kann man machen, ja, finde ich, spricht nichts dagegen. Aber ich finde, wir brauchen dann aber einen extra Fonds für die Opfer von Hanau und für die Opfer von rechter Gewalt, weil natürlich 2 Millionen Euro für die Opfer aller Straftaten, wir einfach befürchten, dass es auch eine Konkurrenz zwischen den Opfern verschiedener Straftaten bringen kann, weil 2 Millionen Euro ist natürlich weniger, als die Familien gefordert haben. Und dafür ist der Kreis der Antragstellenden, also der Antragskreis der Berechtigten massiv ausgeweitet worden. Mir liegt der Änderungsantrag immer noch nicht, also ich kenne den Änderungsantrag noch nicht, er ist nicht ist ja noch nicht eingebracht worden. Ich kenne diese Presseerklärung und da ist so ein bisschen auch unsere Sorge, weil da ja auch sehr stark angesprochen wird, dass bestehende Lücken gefüllt werden sollen, dass es eben nicht ein Pauschalbetrag am Ende wird, ohne Ansehen quasi der Einkommens- und Vermögensverhältnisse. Und das ist, was wir wollen. Wir wollen so eine Lösung wie in Thüringen. Also das heißt, gerade für die Opfer von Hanau, also die Menschen, die Familienangehörige verloren haben, Pauschalbeträge. Also damit eben nicht unterschiedliche Beträge an die unterschiedlichen Familien dann ausgezahlt werden. Und für die Menschen, die schwer verletzt wurden, muss man dann auch, ähnlich wie Thüringen das macht, eine Unterscheidung machen nach der Schwere der Verletzung. Und ja, das ist unsere Vorstellung davon. Und deswegen ja, werden wir jetzt nicht dem natürlich ablehnen, das, was die anderen Fraktionen da machen. Aber es ist nicht das, was wir... Also einfach dieses politische Signal zu sagen, Hanau, das ist ein Fanal, das ist der größte rechtsterroristische Anschlag in der Geschichte dieses Bundeslandes mit 9 Toten in einer Nacht, in 10 Minuten faktisch. Und da müssen wir eben auch ein Zeichen setzen, dass so im allgemeinen Fonds geht uns darunter. Und deswegen haben wir das jetzt selber gemacht, aber es wäre schöner gewesen, wir hätten es nicht alleine eingebracht. Vielen Dank. Weitere Fragen von Ihrer Seite? Ich sehe keine mehr. 3, 2, 1. Dann bedanke ich mich bei Ihnen recht herzlich für die Teilnahme und wünsche noch eine gute Restwoche. Machen Sie es gut, bis zum nächsten Mal. Ihnen auch, vielen Dank. Ebenso, Ihnen auch. Ciao.